careful what you wish for, because it might be more than you can handle. Thailand wird oft als Land des Lächelns bezeichnet und sorgt auch bei Rentnern, die mit einem schmalen Budget üppig leben wollen, für gute Laune. Das Land ist ein wahres Seniorenparadies, das eine fantastische Küche, freundliche Menschen, eine niedrige Kriminalitätsrate, ein sehr gutes Gesundheitssystem und ein tropisches Klima mit herrlichen Stränden bietet. Hinzu kommt etwas, das in vielen westlichen Ländern nicht mehr gegeben ist: ältere Menschen werden in der thailändischen Gesellschaft hochgeschätzt. Numbeo hat berechnet, dass die monatlichen Lebenshaltungskosten für eine Person ohne Miet- oder Hypothekenzahlungen bei 520,90 Euro liegen. Vor allem Essen gehen ist in Thailand erstaunlich billig. In einem günstigen Restaurant wird man für unglaubliche 2,54 Euro satt. Auch der öffentliche Nahverkehr, Taxifahrten, eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Kinokarten sind erschwinglich. So richtig sparen können Rentner aus teuren westlichen Ländern in Thailand bei der Miete. Im Durchschnitt kostet eine Einzimmerwohnung außerhalb des Stadtzentrums nur 217,17 Euro im Monat. Ausländer dürfen in ihrem Namen zwar keine Grundstücke kaufen, der Erwerb von Wohnungen ist allerdings möglich. Außerhalb von Stadtzentren liegt der Quadratmeterpreis bei 1830,59 Euro. Senioren aus Deutschland würden im Vergleich zur Heimat auch bei den Nebenkosten kräftig sparen, denn für eine 85 Quadratmeter Wohnung liegen diese bei nur 65,45 Euro.